Der Afsleitdijk ist ein Deich zwischen Eiselmeer und Wattenmeer. Er ist 32 Kilometer lang und wurde 1932 fertiggestellt. Er trennte die bis dahin bestehende Säudesee vom Wattenmeer. Damit ermöglichte er auch das Trockenlegen vieler Gebiete. Der Afsleitdijk ist für Holland sehr wichtig. Er schützt vor Überflutungen und stellt eine schnelle Route zwischen den Provinzen Nordholland und Friesland dar. Um das in Zukunft weiter tun zu können und an die neuen Anforderungen mit höherem Meeresspiegel und extremerem Wetter angepasst zu sein, muss er nun verstärkt werden. Dafür wurde eigens ein neuer Block für die neue oberste Schicht entwickelt, der sogenannte Level-Block oder X-Block Plus. Die zwischen den Blöcken entstehen Hohlräume. Die neue Deichoberfläche besteht so zu 60% aus Hohlraum und nur zu 40% aus Beton. In den Hohlräumen können sich Pflanzen und Tiere wie Muscheln und Krebse ansiedeln. Außerdem sorgen die Hohlräume dafür, dass sich die Wellen darin brechen und ihre Kraft verlieren. Das Loch in der Mitte des Blocks wird zwar auch zum Verlegen der Blöcke genutzt, wurde aber eigentlich eingebaut, um den Wellen den Druck zu nehmen. Und so wird auch weniger Beton benötigt, um den Deich zu decken, was eine Einsparung an CO2 bedeutet. Für den Afsleitdijk sind es 56% Einsparung im Vergleich zu traditionellen Belegen. Durch die spezielle Form ist es auch möglich, den Deich mit nur einer einzigen Schicht dieser Blöcke zu belegen. Auf dem gesamten Deich werden 75.000 dieser Blöcke verlegt. Wegen der hervorragenden wellenbrechenden Eigenschaften ist es möglich, die Deichkrone niedriger zu halten als bei klassischen Deichbelegen. Mit seinem neuen Belag und vielen weiteren innovativen Erneuerungen ist der Afsleitdijk bereit für die Zukunft und wird Holland auch bei den extremsten Stürmen beschützen.